Willkommen zur nächsten Folge von Space Astronomy und langsam habe ich das Gefühl, dass der Name sich irgendwann so stark einbürgern wird, weil ich einfach nicht dazu komme, mir einen neuen Namen auszusuchen, dass wir es irgendwann echt so nennen werden. Aber mal gucken und ich glaube, diese Folge wollten wir mal gucken, ob wir hier die ganzen Ziegel rausnehmen. Und lass mich raten, das klappt immer noch nicht. Ach komm. Are you fucking kidding me? I have to craft basic components after the Dingern. Also craften wir jetzt noch 22 versenkte Ziegel. Schön. Hab auch sonst nichts zu tun, ne? Jetzt sind gerade mal 16. Gib mir mal. Komm, 22 hier. Wer weiß, was wir noch brauchen. Jetzt bekommen wir endlich die Lava. Jetzt müssen wir einen Werkzeug. Irgendwas Dings bauen. Eine Toolforge. Aha. Hier schon mal Kupfer. Haben wir ja dafür gesammelt, ne? Sprich, um Blöcke zu machen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Blöcke, ne? Tool. For. Ne, was ist das denn hier? Werkzeugtisch. Da ist es doch. Aus Kupfer. Da brauche ich die Secret Bricks und eine Werkzeugstation für. Will nicht. Warum will das nicht? Brauche ich so eine blöde Plot-Dingen hier. Gib mal her. So, Hübisch. Und jetzt, das Ding hier. Und, da haben wir sie schon. Eine Kupfer, ne? Da können wir die hier eigentlich direkt abreißen, weil die ist ja jetzt arbeitslos eigentlich. Deswegen, zack. Da haben wir die neue. Jetzt kommt so, musst du festhalten. Nein, musst du nicht. So, und Claim Reward. Crafting an Iron Hammer. Jetzt müssen wir einen, Quarter of Art. Interessant. Was immer das ist, es sieht interessant aus. Und wir können eigentlich die Smeltery jetzt hier mal schon mal ein bisschen erhöhen, ne? Und ja, komm, auch wenn es jetzt nicht reicht, aber 3 Etagen ist eigentlich für eine Smeltery eigentlich schon fast das Minimum. Also alles darunter macht schon fast keinen Sinn, weil das dann nicht den tiefen Sinn der Smeltery aktiv hält, dass man hier kostengünstig, schnell, einfaches Zeug hercraften kann und der Rest kann eigentlich wieder hier zurück. Das kann auch da rein. Ja. Also wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen das Ding hier. Wir brauchen das Ding hier. Und wir brauchen außerdem noch das Ding hier. Und jetzt haben wir alle das Dinger und müssen die Crafting Parts herstellen aus Stone. Hab ich denn noch genug Cobblestone? Ja, habe ich tatsächlich. Und ich habe auch fürs Essenproblem schon mal eine Lösung parat. Wir müssen, oder wir können, ganz einfach einen Entsafter bauen. Das ist so ein ganz tolles Teil, so ganz billig. Das kann ich halt mal machen. Da kann man nämlich die ganzen Kokosnüsse ankramen in Saft umwandeln. Und der gibt ordentlich Nahrungspunkte. Entsafter. Ne, wo ist das Ding hier? Nicht Entsafter, Saft. Saftpresse. Lässt sich ganz schnuckelig leicht herstellen, nur mit ein bisschen Cleanstone. Und daran wird es jetzt scheitern, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, 3 Stück habe ich jetzt gerade gesehen, brauche ich dafür. Mal gucken. Und hier dürfte wieder ein Quest frei werden. Nee. Wir müssen jetzt die Cask. Jetzt wird es schwer. Dafür brauchen wir nämlich Gold. Das heißt, jetzt ist wieder Suchen angesagt. Und ich sollte die Teile zumindest hier lassen, weil sonst sehen wir wieder alt aus. Und ja, jetzt müssen wir Gold suchen. Das Problem ist, wir brauchen echt Gold, weil ohne Gold läuft hier jetzt gar nichts erstmal, weil ohne Gold können wir nicht mal eine Eisenhacke haben. Das ist das falsche Gerät hier. Also müssen wir wieder mal ein bisschen minen gehen. Das kann eigentlich da drin bleiben. So. Alles wieder heile. Wobei das hier eigentlich da bleiben kann. Ich brauche nicht so viel Chippen. Jetzt hier ebenfalls erstmal Fackeln. Habe ich keine mehr. Lassen sich aber herstellen. Das ist kein großes Dingen. Habe ich noch Holz? Ja, ich habe da noch Holz. Gib mir mal hier noch. Noch ein paar mehr Stäbchen, damit ich ein bisschen mehr Fackeln habe. Weil sonst stehe ich unten gleich wieder im Dunkeln. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? So. Wie war das jetzt? Eine Saftpresse. Und wenn wir jetzt da Kokosnüsse reinlegen, bekommen wir hier einen schönen Kokosdrink. Geht auch mit Pfirsich, glaube ich. Ja. Und diese Drinks dürften, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ordentlich einem Nahrungspunkte geben. Ähnlich wie Fleisch, müssen wir mal testen gleich. Aber zuerst, sag ich mal, gehen wir mal wieder hier unten in unser kleines Höhlenloch rein. Wir können auch nebenbei noch, was ich überall noch machen musste, eigentlich die ganze Zeit.
Oh, lol. Moment, wo war die Geschichte mit den komischen Büschen? Hä? Wo waren denn hier die komischen Büsche? Was ist das denn? Hä, lol. Moment. Alles klar. Okay. Okay. We walk back. Okay, gut. 10 Erz. 10 Stück muss ich haben. Aha, hier mal 10 suchen. Auch gut. Gut, das habe ich jetzt irgendwie entweder verpennt oder es ist an mir vorbeigezogen. Aber schön, dass es schon alles da ist. Freut mich soweit. Und hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Kupfer, ne? Kupfer ist immer gut. Und das hier ist Osmium. Das da ist aber Zinn, ne? Lass mal mitnehmen. Du. Ha. 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 Hilfe. Das sieht ordentlich. Und das gibt ordentlich Essenspunkte, wie ich gerade feststelle. Und da runter will ich jetzt eigentlich ungern. Deswegen lass mal hier hinten erst durchgehen. Ja, genau. Am besten mit Essen eine Fackel setzen. Komm, Fackel, du kannst doch hier auch. Ja, die Spitzhacke kann nämlich dieses tolle Double-Core, sag ich mal. Dass man quasi bauen kann und das und dessen auch hier wunderschön Fackeln placen kann. Oder sie einfach direkt abreißt. Aber genug davon. Wir brauchen erstmal Zinn oder irgend sowas. Oder generell Büsche und andere Metalle noch. Am besten Gold, aber das gibt's halt erst unten. Ich überlege jetzt noch, wie kriege ich das abgebaut worden mit der Steinhacke. Abbaulevel Eisen, na, kriege ich doch hin. Gut, das heißt, wir können quasi mit der Steinhacke quasi als Eisenhacke arbeiten und uns damit dann ein bisschen Gold abbauen und das dann schön einschmelzen. Schön. Die Castingformen bauen und aus den Castingformen können wir dann andere Sachen bauen und gießen und tun. Dann haben wir krassen Shit. Aber bis dahin werden erstmal fleißig die Quests bearbeitet, denn wir wissen ja, Quests sind alles. Siehe Galactic Science. Da taten die nachher richtig weh, weil sie so teuer wurden. Aber das dürfte hier nicht der Fall werden, denn hier haben wir ja quasi dauerhaft Ressourcen zur Verfügung. Und hier ist noch mehr von dieser Glibberpampe. Ja, toll. Da kann ich ja nicht mehr weiter arbeiten. Super. Darunter will ich jetzt aber auch nie. Ungern eigentlich. Andererseits, wo ist mein Wasser, den ich nicht habe? Na, toll. Naja, graben wir uns mal ganz, ganz vorsichtig hier seitlich irgendwo runter. Mal gucken, ob wir da ankommen. In einem Stück. Wäre schön, weil dann könnte man den Höhlen natürlich auch noch untersuchen, weil hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wenn alles täuscht. Oh, hier ist wieder. Oh, Büsche. Aluminiumbüsche, ne? Haben wir schon. Na, egal. Mitnehmen schadet nicht. Wobei in dem Fall Platzverschwendung. So, da ist die erste Hacke auch schon wieder broken. So. Wir hätten eigentlich diesen komischen Tisch mitnehmen können und dann immer unterwegs die Sachen reparieren. Das wäre eigentlich so eine richtig banal einfache Lösung, aber die fällt mir natürlich erst hier unten ein, wo ich ganz weit weg bin von meinem tollen Tisch. Und hier ist auch nichts, aber da ist was. Da sind Zinnbären. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ja, reicht doch wieder. Ha, ich höre Monster. Nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Monster hier. Monster raus. Und die Karte sagt, dass wir sehr viele Monster in der Nähe haben. Deswegen, wir sollten mal ein bisschen aufpassen. Was haben wir hier? Alu-Buschbären habe ich auch schon, ne? Alu-Buschbären, geiles Wort. Osmium. Das ist Gold. Abbau-Level Redstone, ja toll. Naja, wie mache ich das jetzt? Ich kann mir ja nichts Besseres craften. Was ist das für ein Blödsinn? Ohne dieses Gold. Aber hier ist gut, dass es hier so viel ist. Hier ist gut, dass hier so viel ist, ja genau. Deutsch ist Gilt mal wieder volle Fahrt voraus. Was macht das Zinn? Zinn ist erfüllt, geil. Wobei wir kriegen na, kein Gold dabei, ne? Collecting XP, XP-Gitter und Dings. Das ist eine Fledermaus. Getting Protection, aha. Eine Rüstung aus Eisen bauen. Schön, dann bekommen wir Eisen zurück. Meine Güte, das ist ja hier, oh krass.
Krass, krass, krass. Und das ist hier Öl? It looks like Öl. Was, hups, weil das Buch, was macht man eine Büsche? Gold, Kupfer und Essenzbeere. Moment, Kupferbeeren habe ich noch nicht gehabt. Was? Die habe ich doch. Hä? Laber nicht, dass ich keine Kupferbeeren habe. Aber hier sind schon welche, durch Zufall. Ganz zufällig sind hier welche. Aua. Das heißt noch Goldbeeren und andere Beeren. Hier haben wir Uran. Blei lässt sich nicht abbauen, aber Zinn. Lass mal Zinn mitnehmen. Man weiß nicht, wofür man es braucht. Ich glaube, für einige Mods ist Zinn Shenshell, ne? Was ist das für das? Deep Resonance. Alles klar. Wir lassen einfach mal den Rest noch hier, wenn wir mal wiederkommen müssen. Schön schlau, ne? Certus Quarz. Immer her damit. Ist auch ganz hübsch. Ja gut, hier ist jetzt mal wieder... Eibisstein, alles klar. Eisen mitnehmen, wir müssen Rüstung bauen. Könnten wir eigentlich mal eben schnell machen, dann kriegen wir wenigstens den Quest zusammen und eine Kuh noch töten oder anderes Vieh. Ich muss sagen, das Essen hier ist relativ gut, finde ich. Das hält nämlich sehr lange. Weil damit, naja, spart man sich dauerhaft das Tiere-Schnetzeln und das ist auch wieder Blei, aber irgendwie Essenzbeere. Ich will nicht rein, aber komm. Jump. Nicht in die Augen gucken. Ignorieren. Was haben wir denn hier alles? Was ist denn da oben? Alles klar, man fließt einfach an dem Ding einfach langsamer. Was mal hier? Elektro-Dingserz, da von Dingens. Schön, ich kann den ganzen Kram hier abbauen. Aber wie will ich denn, bekomme ich denn bitte diese, genau, wie bekomme ich denn dann bitte meine Spitzhacke, die ich brauche, weil die kann ich mir ja nicht mal craften, weil, ne? You know what I mean? Ich kann ja nichts herstellen, wofür ich ein anderes brauche, was ich aber nicht machen kann, weil ich es nicht bekomme. Hier tropft es. Malachiterz. Kann man nicht abbauen. Oh, danke, hüpf. Uha. Das ist immer bigger Schleim hier. Ein bigger Schleim. Kritiker, Alter. Kritiker hier. Wow, krasser Shit. Oh, der kommt näher, Sind alle tot. Da ist meiner. Tschüss. Siliziumerz. So sieht das aus. Ich habe das noch nie abgebaut. Ich habe es immer nur finden müssen. Weil die Höhle ist schon mal gut. Allerdings fehlt mir hier die Goldbeere. Die Goldbeere. Ich will doch Goldbeeren. Wie mich. Jo. Vieh mit 8 Beinen. Tschüss, ich bin raus. Mehr von dem schwarzen Zeug. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie. Das wirkt wieder etwas problematisch hier. Mit der ganzen Situation. Aber wir müssen jetzt wieder hochgehen. Also müssen wir nicht, aber wäre halt sinnvoll. Wenn wir mal oben sind, dann können wir Rüstung bauen und mal wiederkommen. Ferris. Soll man auch nicht abbauen. Schön, wenn es so vielseitige Erze gibt, man aber nichts abbauen kann, weil man kein Gold hat. Wo kam ich hierher? Och nö. Muss ich doch da hochbauen. Sag mal, geht es noch? Das ist ja nicht schön hier. Das ist ja mal wieder Plackerei umsonst hier, ne? Ja, warte, ist hier doch irgendwo die ersehnte Goldbeere. Der ersehnte Goldbär. Busch. Maybe not. Aber wir können hier echt mal runtergehen. Hier ist sehr viel zum Einsammeln. Sehr viel Zeug. Sehr viel Zeug. Wobei ich das natürlich auch rein theoretisch, wenn ihr möchtet, Offscreen machen kann, dann... wo kam ich hier runter? Da, ne? Dann machen wir in den Folgen nur das Zusammencraften, beziehungsweise das Spannende. Hier kam jetzt eigentlich durch. Wo kam ich? Von da oben, ne? Na. Geil verlaufen. Und das Schöne ist jetzt gleich, habe ich nichts mehr zum Hochbauen, weil ich dann keine Blöcke mehr habe. Nice! Gefangen in der Klippe. Ach nee, hier ist ein Weg. Ist ja langweilig. Ich dachte schon, ich müsste jetzt hier ADAC anrufen oder sowas. Das ist ein blödes Monster in die Ecke. Komm, ich runtergenockt, ey. Ich schwöre, ich mach den ganzen Dschungel hier platt, die ganze Höhle. Ich rasiere hier alles kaputt. Wo ist der Slime? Wo sind die Slime?
Hexe. Oh, oh. Ah, Zombie. Ah. Ah, au, 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 au. Nicht gut, nicht gut. Ab ins Bett. Bleib weg, Hexe. Oh, oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ah, die Hexe kommt. Ah, Deckung. Deckung. Slime. Moin. Jo. Schicke Hut. Gut, Hexe ist weg. Ich sehe gerade, die Folge ist eigentlich schon seit ein paar Sekunden zu Ende, aber egal, wir machen das noch eben fertig. Wir holen uns. Piss dich. Oh, piss dich. Och, nö, wo. Ah, ja, wahrscheinlich, du beschissenes. Ja, kann mal der kleine Kack-Zombie sterben? Stirr. Dein Ernst, Hexe, dein Ernst. Das ist ja jetzt nicht wahr. Oh, jetzt kann ich nicht mal die Sachen ausbuddeln. Tschüss. Meine Sachen, meine Sachen, meine Sachen. Ah! Nein! Pisst euch doch! Ah! Mein Gott, Alter, das ist hier katastrophale Leistung, würde ich mal sagen. Aber da. Ich höre schon wieder einen Zombie. Oder ein Vieh. Irgend sowas höre ich wieder hier. Och, komm! Noch wenn man so geht. Weißt du was? Ich meine, die Folge ist zu Ende. Wir machen die nächste Folge, bevor ich nochmal sterbe. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Ciao.